So, als erstes möchte ich euch zeigen, wie man ein Buch mit einer fertigen Buchhülle von Brunnen zum Beispiel einbindet. Ganz wichtig ist dazu, ich muss zu Hause erstmal die Bücher ausmessen. In diesem Fall ist das eine Buchhöhe von 26,5 cm. Diese 26,5 sind auch ganz wichtig, also nicht einfach denn, ach ich nehme 27, sondern 26,5 ist schon die exakte Buchhöhe und genau darauf basierend gibt es dann auch den passenden Bucheinschlag. So, es ist auch hier nochmal genau abzulesen für die Buchhöhe 26,5. Jetzt fragt man sich vielleicht, ist das gar nicht wichtig, wie breit oder wie hoch mein Buch ist? Nein, das ist es in dem Fall nicht, weil wir haben hier einen schönen Überstand und eine etwas merkwürdige Vorrichtung. Das zeige ich dann gleich, wie das damit funktioniert. Als erstes stecken wir einfach mal den Buchvorderdeckel hier rein, schieben es bis zum Anschlag. So, dann klappen wir zu. Jetzt sehen wir, so viel Überstand gibt es. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn das wird jetzt einfach hier so hineingeschoben. So, bis es festsitzt, die ganze Folie. So, sieht dann so aus. Dieser Streifen, finde ich, stört überhaupt nicht. Aber man war in kürzester Zeit fertig und hat einen super stabilen, festen Einband, der auch noch gut aussieht.